Trend ist nicht nur ein Podcast, nein, das ist ein Lifestyle. Wir sind nicht nur irgendein Podcast, wir sind Podcast. Die fünf Säulen des Hip-Hops, Ludin, Smo, Podcast, Trend. Oh mein Gott, das ist so ein cringiges T-Shirt, was du anhast, was so tut, wie als hätte es ein T-Shirt darunter. Ja. Und damit hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Friend, eurem neuen Lieblingspodcast. Mein Name ist Smo und mit mir dabei ist der Ludin, der ein unfassbar weirdes T-Shirt anhat, das ihr nicht sehen werdet. Ja. Und der auch gerade jetzt angefangen hat aufzunehmen, deswegen ist Smo. Nein, Spaß. Alles gut. Wait, jetzt haben wir nicht geklatscht, ne? Ja, aber das wird trotzdem. Wollen wir jetzt nochmal schnell klatschen? Sollen wir in der Folge klatschen? Ja, wir klatschen in der Folge. Okay. 3, 2, 1. Ich hoffe, das ist nicht so. Wie geht es dir? Gut und dir. Ja, das. Gut ja, und dir. Ungefähr so nehmen wir mal auf, Leute. Das ist. High Budget Aufnahme. Wir haben uns extra Atomuhren besorgt, damit wir gleichzeitig klatschen können und nicht etwa auf einen menschlichen Countdown abwarten müssen, der meines Wissens nach manchmal fehlschlägt wegen Discord. Ja. Ja, so läuft das bei professionellen Podcasts, ne? Da könnt ihr euch mal eine Scheibe von abschneiden, ihr hier im gemischtes so Hack oder so. Ist halt echt so. Scheiß Loser. No front an der Stelle. Ja, wir haben jetzt eine Woche Pause gemacht. Mhm. In dieser Woche ist ja Gott sei Dank nichts passiert in der Welt, außer dass Mexiko Aliens entdeckt hat. Wir sind Weltmeister geworden im Basketball oder so. Einen neuen crazy. Total crazy. Neuen Fußballtrainer haben wir, glaube ich. Noch nicht fest, aber der Alte wurde gefeuert, ja. Und ich habe zum allerersten Mal bin ich auf einem beheizten Klodeckel gesessen. Das gab es auch noch. Okay. Das war geil. Yay or nay? Würdest du es einschaffen? Nee, das ist mir, glaube ich, zu teuer. Aber irgendwie war es ganz geil. Und es ist ja noch Sommer. Also ich kann mir vorstellen, im Winter ist das richtig lit. Das war nämlich so ein, das waren so Toiletten, so diesen Asian-Toiletten, wo du auch so ein Arschwasserstrahl noch kommt. Ja. Das war auch wild. Vor allem, das ist mit so einem Controller an der Seite, machst du das an, drückst du drauf, dann kommt dieses Ding und es sprüht so. Und ich dachte mir so, okay, das wird jetzt so 10 Sekunden sprühen, warte ich halt noch. Und dann warte ich und ich warte und ich warte. Und nach so einer Minute denke ich mir, ja, oh, das fühlt sich gut an. Nach einer Minute denke ich mir, Bro, scheiße, das hört nicht mehr auf, was mache ich denn jetzt? Und dann habe ich wirklich Panik gehabt. Du kannst ja nicht aufstehen, weil wenn du aufstehst, spült das ganze Bad voll. Da hatte ich so Panik irgendwie. Dachte, scheiße, was mache ich jetzt? Was mache ich? Aber musste einfach nur Stopp drücken scheinbar. Das habe ich irgendwie nicht gecheckt. Deswegen würde ich mir sowas nicht zulegen, glaube ich. Ja, ist ganz cool, aber auch irgendwie unnötig. Ich habe einmal die Augen zugemacht und mir überlegt, dass das jetzt so eine Zunge ist oder sowas, die das macht. Und das war irgendwie nicht so. Das war seltsam, das war nicht geil, aber auch nicht scheiße dann. Die Vorstellung. Es war so komisch warmes Wasser. Ich glaube, mit kaltem Wasser ist das geiler. Vielleicht. Ja, weiß ich nicht. Ja, ist auf jeden Fall, ist quatschig, aber wenn man es hat, dann nimmt man es mit. Ja. Würde ich mitnehmen. Safe. Bist du da so ein Fan von? Ja, also ich saß da noch nie drauf, ne, aber. Loser. So, hör mal. Ergibt schon Sinn. Ich wasche mit meiner Hände auch nicht, aber nur mit einem Tuch ab, sondern benutze auch Wasser dafür. Ne? So. Ja, das stimmt schon. Also eigentlich ist die Idee ja an sich übelst lit. Zu sagen, man spart auch Klopapier, du machst einfach immer so ein, vielleicht sollte man sich so einen Schlauch zulegen ins Bad. Dass man einfach so einen Gardena-Gartenschlauch, diese Gardena-Dinger, wo der Schlauch so aufgerollt ist, einfach so im Bad stehen haben. Oder einmal komplett reinstopfst ein bisschen. Und dann musst du den immer vorne so aufdehnen und es kommt so überall raus. Du musst ihn erstmal ganz schmal drehen. Das ganze Bad wird immer übelst nass, bis du ihn mal so schmal gedreht hast, dass er dein Arschloch überhaupt treffen kann. Aber wäre witzig. Ja, meinst du, treffen ist nicht schwierig, so groß wie es ist? Bah. Weird Flex, aber. Das Traurige ist, du meinst das sogar ernst. Hä? Ich dachte. Würdest du sagen, du hast ein durchschnittlich großes Arschloch? Ja, safe. Ja? Richtig schön pink. Also, also ich kann jetzt auch an nicht vielen vergleichen, muss jetzt echt gestehen. Ja. Actually, mir fällt auf, ich glaube, ich habe noch nie mein eigenes Arschloch gesehen. Noch nicht? Ich meine schon. Wie denn? Also, das. Oh. Ja? Okay.
Jetzt kommt wieder das Resident Sleeper-Thema hier, das, wo jetzt die Hälfte wahrscheinlich wieder anfängt einzuschlafen, so Pilze sammeln und so, wegen Zecken und so weiter. Okay. Stellt man sich halt, damit niemand dir dann, weiß nicht, ans Arschloch guckt oder so, gucke ich mich dann halt nach dem Duschen dann einmal kurz im Spiegel an. So einmal Hinterschenkel, so obere Oberschenkel, so, ne? Da guckt man halt einfach so. Ich hatte schon an wilden Stellen Zecken. Also, du guckst halt so. Nicht dein Arschloch an. Ja, safe. Zwischen den Pobacken. Ich hatte schon mal eine Zecke auf meinem Schlong drauf, so. Und das war nicht schön. Deswegen auch einmal am Oberschenkel, basically so Sex im mit hinteren Tier. Teil. Es hatte Sex mit mir unfreiwillig. Oh, oh, das heißt, ich wurde geraped von einem Sorry. Zecke. Wollte jetzt kein Trauma auslösen. Also, ne? Weiß ich ja nicht, ob ich das so gesagt hätte an deiner Stelle. Hat die dann auch reingebissen, die Zecke? Ja, die war fest. Die habe ich erst nach, weiß ich nicht, am nächsten Morgen gemerkt oder so. Am Hodensack oder am Penis? Am Schwanz. Aber das sind doch gar keine Haare, oder? Ja, aber die hat sich trotzdem mal reingebissen. Ihhh, das ist ja übelst. Ihhh. Eieiei. Hat die sich dann auch voll gesaugt? Also, das war jetzt nicht so ein Prügel, wie man das manchmal bei Tieren sieht, aber so ein bisschen hat es angefangen, ja. Nein, ich rede nicht der Penis, die Zecke. Nicht so ein voll Prügel. Dran gesaugt, ja. Ja, interessant. Ich wurde auch mal von der Zecke gebissen, aber ich glaube am Oberschenkel oder so, aber ich erinnere mich gar nicht mehr. Ja, siehst du, musst du aufpassen. Immer schön gucken. Ja, da war ich 5 oder so. Ja. Das ist schon ewig her. Ich weiß for real, also ich finde, also das ist jetzt ein harter Take, aber ich finde es low-key peinlich, wenn man als erwachsener Mensch von der Zecke gebissen wird. Ja, sorry, wusste ja nicht. Das ist ja übelst peinlich, finde ich. Sehr peinlich, ja, unbedingt. Weiß ich nicht. Mir wäre das peinlich persönlich. Das stimmt schon irgendwo. Aber müsst ihr wissen. Ja, irgendwie ist das so eine peinliche Sache. So. Das ist nichts, was du so vor anderen Leuten erzählen würdest. Doch, sehr. Ja, dann tut mir leid, dass ich es jetzt gerade gemacht habe. Also mich hat natürlich keine Zecke am Schwanz gebissen. Also erstes Date so. Ja, übrigens. Wurdest du schon mal von der Zecke gebissen? Hier, ich habe noch einen Abdruck und ein Foto. Auch eine smarte Idee, seinen Dickpick zu senden. Oder als Ausrede so. Ich wollte gar keinen Dickpick senden, ich wollte nur den Zeckenbiss zeigen. Das ist jetzt ein Missverständnis. Ja, puh. Ah. Nur denn du riechst die ganze Zeit an deiner Flasche. Ja, das Ding ist, das ich habe die Flasche zu hier, ne? Und ich habe irgendwie Angst, dass sie ausläuft oder so. Und wir haben schon mal so über dein Alkoholproblem geredet, Ludwig. Aber es kann doch nicht sein, dass du jede Folge Podcast immer wieder Jack Daniels trinkst. Warte mal. Aber die riecht wirklich gut. Das ist die letzte Flasche, die ich habe, wirklich. Nee, okay, jetzt löse das mal auf. Was ist das? Ich habe jetzt gerade das erste Mal in meinem Leben so einen Energy-Drink getrunken, den man sich zusammenmischt. Oh, so ein Gaming-Booster? So ähnlich, ja. Oh. Also das heilig auf Englisch ist die. Ah, Holy Energy. Ne? Achso, jetzt droppt er einfach den Namen. Ja, scheiß drauf. Nämlich mein Schwager hat sich davon so ein Probierpaket irgendwie geholt und hat mir so ein bisschen was davon abgegeben zum Probieren. Und dann habe ich mir das jetzt gestern Abend in den Kühlschrank gestellt, dachte mir so, trinke ich das gestern zum Fußball? Nee, ich habe mir das einfach für jetzt für einen Live-Taste-Test genommen und ich muss sagen. Ja, smart, um 5:30 da nochmal ordentlich die Schelle Koffein reinzupumpen. Das kann ich dir jetzt schon versprechen, das würde ich übelst wegfurzen gleich. Meinst du? Aber ich glaube schon, die sind sehr hoch dosiert. Aber ich bin da auch großer Fan von gewesen. Und das vermisse ich tatsächlich immer noch. Aber es gibt von ganz vielen Marken ja diese koffeinfreien Arten. Ach so. Ich glaube, das wird das Nächste sein, was ich mir vielleicht mal zulege. Ja, ich habe jetzt gerade Raspberry Vanilla und das ist lecker. Das klingt absolut ekelhaft. Das schmeckt mir nicht nach Energy. Ja, das ist halt was anderes. Also ich hab früher ganz oft Phasen gehabt, wo ich nur Bock auf Energies hatte und Phasen, wo ich nur Bock auf so Gaming-Boosters hatte. Das ist ja auch ohne Kohlensäure. Das ist ja nochmal irgendwie ein anderer Schnack. Das ist es, ja. Aber probiert euch da gerne rum, das ist nicht so bad, das Zeug. No. Wenn ihr eh schon, also angenommen, wenn ihr jetzt eh schon komplett koffeinsüchtig des Todes seid, dann macht, was ihr wollt. Das ist auf dem. So wie ich. Also, was ich euch empfehlen kann, wenn ihr gerade so rumguckt, bei Level Up ist irgendeine Marke, da gibt es manchmal diese Phasen, wo die so 2-für-1 Aktionen machen. Kauft euch nur dann das, weil ansonsten reduziert sich das null vom Preis. Das bei Level Up brauchst du nicht bestellen, wenn du nicht 2-für-1 kriegst. Das, allgemein ohne Code oder so. Ja, das ist so Quatsch. Also ich finde auch, wenn ihr, eigentlich ist es billiger als der regelmäßig Energy Drink, das ist halt so. Aber trotzdem, ich sehe es doch nicht ein, 39,99 für so einen Energy Drink.
zu kaufen. Vor allem, dann haben die immer so Sharknado Extreme Triple Punch als Geschmackname. Und dann musst du dir so eine 100-Gramm-Dose kaufen und hast keine Ahnung, wonach das schmeckt. Das fuckt mich immer am meisten ab. Dass du eigentlich bei solchen Sachen gezwungen bist, das Probierpaket zu kaufen. Mhm. Um rauszufinden, wonach das schmeckt. Jetzt bei Holy Energy ist, glaube ich, nochmal ein bisschen anders, weil die relativ Standardgeschmäcker haben. Und so sagen, ja, wir haben Zitrus, Lemon. Aus irgendeinem Grund haben ganz viele auch Himbeeren. So Cola, wo ich mir auch denke, welcher Psychopath kauft sich einen Energy Drink Cola? Aber müssen die selber wissen. Oder halt so, ja, so Raspberry und so ein Shit halt. Und bei Level Up sind das immer so extrem die Nuke Edition, Galaxy, Galaxy Nuke, Shiny Dragon. Und wo ich mir denke, Bro, schreib doch einfach drauf was. Schreib doch drauf Litchi Zuckergeschmack. Mir doch egal. Mhm. Das Einzige, wo man checkt, wonach schmeckt, ist Bubblegum, aber das kann ja eh keiner saufen, der nicht 13 ist. Oder sowas wie Blue Crush check ich auch noch. Das ist so Gletschereis-Shit, glaube ich. Ich habe mal von Deep diesen amerikanischen Gaming-Booster bekommen. So, die hat ja noch Reste rumliegen. Ich weiß gerade nicht, wie die Marke da heißt. G-Fuel, glaube ich. Ja. Die waren anders wild. Die waren actually sehr tasty. Mann, jetzt habe ich wieder voll Bock auf sowas, aber Koffein-Entzug, der ist ja kein Entzug, aber der funktioniert aktuell noch. Ich habe immer noch nur Kaffee getrunken, bisher einmal am Tag. Jetzt mal eine andere Frage. Hast du über deinem Schrank, fehlt da irgendwas? Fehlt im Hintergrund? Ob da irgendwas fehlt über deinem Schrank, in dem Bett, über den Figuren? War da nicht sonst irgendwas? Das ist gerade irgendwie so bei mir so dieser komische Effekt, weil man denkt, dass irgendwas war, was da gar nicht war. Nee, so. Meine Wand ist generell sehr leer. Aber es sieht ein bisschen weird aus. Ich habe meine Kamera ist einfach anders eingestellt wegen Sport. I guess. Maybe. Irgendwie sowas. Ja, wollen wir über das Pferd im Haus oder nee, Elefant? Elefant im Porzellanladen? Nee. Die Kuh im Haus? Wie sagt man denn? Die Kuh auf dem Dach. Nee, über dem Ding im Haus reden. Wie sagt man das denn? Hä? Die Mücke im Haus. Ja, egal, wollen wir darüber reden, dass Aliens in Mexiko vorgestellt wurden? Das wundert mich gar nicht mehr. Wie in einem beschissenen Unboxing. Der hat einfach zwei so Kisten aufgemacht und dann waren da die langweiligsten Aliens der Welt drin. Ja. Die waren so langweilig, ich wäre enttäuscht, wenn die real wären. Ich würde mir dann denken, Bro, die will ich gar nicht. Also wirklich, die sehen original aus, wie als das Erste, woran du denkst, wenn du an Aliens denkst. Diese Weirdos mit den großen Köpfen und kleinen Fingern, das ist so weird. Und auch und vor allem Mexiko, als ob Mexiko irgendwas findet, außer Drogen. Ich glaube, da waren noch die meisten Abstütze, wurden auch alle irgendwo in Mexiko angeblich gefunden, aber so, weiß nicht, wenn ich mir das habe ich mir letztens auch gefragt, also als dieses Hearing in Amerika war immer die Rede davon, dass in Dänemark was gefunden wurde. Warum hatten die USA dann das, wenn in Dänemark was abstürzt? Warum sollte denn eigentlich ausgerechnet die USA alle coolen UFOs und so haben? Es ist halt echt das so. Das check ich alles, immer alles, was nie. Cool ist, passiert in Amerika angeblich. Das glaube ich dir nicht. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass man in Deutschland das schon mitkriegen würde, wenn irgendwie in Wiesbaden oder sowas ein UFO stürzt. Das würde man, glaube ich, schon checken. Ja. Aber in Mexiko. Ob wir das melden würden, andere Sache. Also das war, ich habe mich da ein bisschen informiert, das war ja auch nicht von Mexiko selber das Hearing, das war irgendwie so ein mexikanischer Reporter, der das schon mal vor 10 Jahren oder so probiert hat und dann war das fake, aber dieses Mal war das so richtig prepared zumindest. Also ich glaube immer noch, dass das fake ist, obviously, aber der hat so Röntgenbilder gezeigt davon und so DNA hat er hochgeladen auch ins Internet zum Checken und sowas. Also ich weiß bis heute nicht, das ist jetzt ja auch schon über eine Woche her, bis heute gibt es noch nichts Neues dazu, wo das debunked wird oder so. Ich finde das voll crazy. Am Ende ist das real und kein Juckts, was so langweilig ist. Ist also wirklich, ich habe mir viel coole Sachen vorgestellt, als wirklich so, wow, sie sind nicht grün, aber sie sehen trotzdem so aus, wie man sie sich vorstellt. Ja. Oder was uns eingetrichtert wurde, fast schon. Weil das ist so straight up E.T. oder so. Ja, ist halt echt so. Das ist das, was Hollywood vor 20, 30 Jahren schon im Kopf hatte. Das ist doch langweilig. Vielleicht wussten die das, weil die damals schon da waren. Es gibt die schon seit Ewigkeiten, diese Dinger. Wer weiß das schon? Ja, das ist auch das Nächste. Bei dem war das ja Aliens von vor 1000 Jahren oder sowas. Das will ich doch auch nicht. Nee. Ich will doch keine Steinzeit-Aliens. Vor allem, vielleicht sind das auch 10.000 Jahre. Wer sagt denn nicht, dass das irgendeine andere Art Mensch ist?
So dumme, hässliche oder so. Richtig hässliche, aber du Jungs. Ja, die waren so hässlich, das waren einfach so zwei so hässliche Zwillinge, die haben sich entschieden, komm, wir sperren die in so Boxen ein. Die Menschheit war damals so hässlich, dass sie sich nicht mehr fortpflanzen konnte und ausgestorben ist, weil niemand mehr Sex haben wollte. Die letzten beiden haben sich in so Sarkophage eingesperrt, nur damit 10.000 Jahre später ein random Dude sie in Mexiko unboxen kann. Mhm. Bro, das war so, ich habe das auf Twitter live so mitbekommen, so ungefähr. Und war null hyped. Irgendwie Aliens, also Aliens hätten so vor 4 Jahren kommen müssen, dann wäre das cool. Jetzt ist der Hype, glaube ich, vorbei. Ja, ich glaube, vor einem Jahr oder so gab es auch mal so diese Aufnahmen, diese offiziellen Aufnahmen von irgendwelchen Raumschiffen und so weiter, die durch Kampfmilitärjets und so weiter veröffentlicht wurden. Das war auch nach 2, 3 Tagen, glaube ich, kein Thema mehr. So. Ja, das war auch so geil. Da wurde auch immer nur diskutiert, was sie damit verstecken wollen, weil sie damit ablenken. Ich liebe das. Ja. So, man könnte uns von die besten Beweise für Aliens so auf den Tisch packen, so einen echten lebenden Außerirdischen und alle so, was wollen sie uns verheimlichen? Was soll die uns irgendwas damit stimmt sagen? Hier nicht. Der Deep State. Ich liebe es komplett. Ich weiß nicht, ich könnte auch so Videoaufnahmen sehen oder sowas. Ich würde auch einfach glauben, so erst ist fake. So. Ja, ist halt wirklich animiert so, ne? Oder so. Ich kann es dir nicht mehr glauben. Das ist eigentlich echt sad. Wenn du es nicht selber siehst, kannst du es ja for real einfach nicht glauben. Ein Teil von mir wünschte, diese Aliens wären real, weil irgendwie wäre das doch ganz geil, Hype wäre da. Aber eigentlich will ich es auch nicht, weil die halt echt langweilig sind. Bitte wenigstens irgendwelche mit Zacken im Maul oder so ja. Einen riesigen Schwanz oder sowas, irgendwie richtig cooles. So 5 Meter groß oder so von mir aus. Ja. Vor allem, man erhofft sich ja auch immer, dass man dann so technische Fortschritte kriegt. Und ich finde die Vorstellung aber auch so lame, dass wir unsere technischen Fortschritte schon durch Aliens haben. Dass wir jetzt nur so technisch weit sind mit PCs und sowas, weil wir mal Aliens entdeckt hätten, fände ich ja so lame. Wenn das hier das Maximum an Technik ist, was wir durch Außerirdische kennenlernen, dann will ich das nicht. Nee, die müssen uns auf ein neues Level heben. Ja. So komplett, weiß nicht, was man immer sieht, so dass unsere Galaxie oder unser Sonnensystem dann komplett voll mit irgendwelchen künstlichen Planeten ist, die wir selber angezüchtet haben oder sowas. Und funktionierendes Internet, wenn du willst. Ich will, dass wir die Affen des Universums sind und alle anderen die Menschen. Ich will, dass wir die Unterentwickelten sind, die man dann einfach mal hochhilft, so, wo man sagt, jetzt komm hier, komm mal her. Komm, ich zeig dir mal was. Ein Teleporter, hier, schön. Sowas will ich. Ich will von jetzt auf gleich, dass die Technik-Linie direkt hochsteigt. Ich will scharfkantig nach oben. Ich will keine exponentielle Steigung, ich will sofort nach oben. Wo einfach Aliens kommen, hier, unser Chip. Damit könnt ihr Welthunger lösen. Und also, boah, geil, ey. Oder hier, diese Grafikkarte verbraucht keinen Strom, aber du kannst damit alles in 4K spielen. Haha, auf deinem in Beamer. In 16K. Den du jetzt eingebaut hast in deinem Kopf. Yeah. Sowas will ich. Du hast da noch so einen Tower-PC stehen, der Chip reicht doch vollkommen aus. So. Ja, sowas will ich. Du steckst alles rein, fertig. Was für Lüfter, Junge. Die Realität ist halt dann irgendwie echt lame. Ja. Kommt dann wahrscheinlich so hier, benutzt unseren Gaming-Stream-Dienst aus. Damit könnt ihr Spiele streamen, wenn ihr okayes Internet habt. Ah, wir haben gar kein Netz hier. Das ist so traurig. Ich würde es mir wünschen. Das wäre so schön. Weil ich möchte, wie low das auch so wäre, so Aliens in der Welt und die haben auch so Probleme wie wir, so kein Netz manchmal oder so. Oh, fuck, Mann. Ja. Das wäre scheiße, lame. Oh, schon wieder Hexenschuss, Mann, so eine Scheiße. So Lappalien, ja. Oh, ich habe schon wieder meinen dritten Bandscheibenvorfall. Vor allem die Bandscheibenvorfall, die haben nämlich nur eine. Seit dem neuesten Dings müssen wir jetzt 3 Steuererklärungen im Jahr machen, verdammt. Für jede Hand eine. Und ich bin mit 7 geboren worden. Nein, das wäre jetzt zu wild. Ich find das schön. Aber das Coolste wäre, wenn sie einen so mitnehmen würden. Uns nicht nur Sachen beibringen würden, sondern sagen würden, jo, hast du Bock Urlaub zu machen? Dauert nur 2 Lichtjahre dahin zu fahren, aber wir frieren dich an und dann stehst du auf danach. Ja, und dann ist es so ein Lava-Planet oder so. Ja. Was sind denn 2 Lichtjahre? Ja, sehr viele Kilometer. Ah ja, stimmt, das ist eine Entfernung, ne? True. Das ist eine Entfernung, ja. Das sind quasi. Das ist ein dummer Name. Ehrlich. In 2 Jahren, das Licht zurückdingsen würde. Ja. Ne? Aber das ist ja dann auch mit Zeit verbunden. Imagine, ja. Aliens würden uns besuchen und sagen so, ja, kommt mal mit auf unseren Heimatplaneten, voll friedlich, da richtig nice Paradies. Und so, ja, okay.
Und dann fliegst du immer so für dich 10 Jahre und für das Universum da oder sowas so tausende Jahre kommst an und das ist so übelst der Krieg auf dem Planeten. Oh, oh. Das wäre wild. Das war, weißt du, hier, das letzte Mal war nicht so. Naja, wir gehen zurück nach zur Erde. Oder du kommst auf so einen Alien-Planeten und die haben dann den McDonald's plötzlich oder sowas. Ja, die fanden das so cool, die haben uns beobachtet mit ihren riesen Teleskopen, die fanden McDonald's so cool. Das finde ich auch, imagine die Vorstellung, dass die Aliens uns so lange kennen, aber uns als so Daily Soap oder sowas benutzen. Boah, das wäre witzig. Einfach so geil so. Boah, gibt's dafür irgendwelche Anzeichen oder so? Nein, ne? Nee, außer die Alien-Kameramänner, die manchmal so hier rumfliegen. Nee, wie soll das ein Anzeichen für wie geben? So Lakito oder so. Bei Mario Kart, der immer die Ampel ja hochhält. Gibt's da Anzeichen für, dass Aliens uns mit, dass wir das ja, Fernsehprogramm der Aliens sind? So irgendwie so surreale Dinge, die zwischendurch mal passieren. Imagine. Ja, imagine so, auch so mit so Fanvoting und sowas. Können Sie sich entscheiden. Wenn du so ein Déjà-vu hast oder so, dann wird dir gerade das Drehbuch in den Kopf eingespeist, weil du jetzt der Main-Character für die Folge bist. Oder ja, aber so. Dann sind wir ja wieder eine Simulation, oder? Tja. Boah, was, wenn wir eine Alien-Simulation sind? Hm. Wir leben auf einer, was sind wir, eine CO2-basierende Lebensform? Ja. Oder so? Einfach auf Kohlenstoff. Dings, auf Kohlenstoff, ja. Genau. Nicht CO2, so als Simulation, was eine, wie eine Lebensform, die auf Kohlenstoff basieren würde, aussehen könnte. Und wie lange sie bauen, um die Atombombe zu erfinden. Dann haben sie es einfach vergessen, sie abzuschalten und jetzt sind wir im Jahr 2023 und sie müssen sich so einen Podcast anhören. Und die coolen Dinos, die sie ursprünglich eingepflanzt haben, die sind alle schon tot. Ja, ah, stark. Ja, ich glaube, wir werden auch zu den Aliens in Mexiko nichts Neues erfahren. Na, ich glaube, das bleibt. Aber ich bin gespannt, welches Land als nächstes dran ist. Eigentlich müsste jetzt was noch Schäbigeres kommen als Mexiko. Australien. Ach, ist das nicht schäbiger? Nee, aber das ist unfassbar groß und da ist, glaube ich, 90% der Fläche unbesiedelt oder so. Oder 95%. Ja. Ich gehe mal steil auf Österreich. Österreich? Ja, das fühle ich. Das ist sehr schäbig, ja. Die würden das einfach öffentlich machen, weil die auch einfach nicht wüssten, was sie damit machen sollen, weil sie halt kein Mensch in Österreich kann irgendwas. Und kann irgendwas okay. Mit diesen Daten und Aliens und Biologie anfangen. Ja, also Österreicher sind Quatsch. Come on. Das ist, glaube ich, so ein Bayern-Ding. Das kann ich nicht einschätzen. Na, also das ist kein Bayern-Ding. Das ist ja einfach ein Quatschland. Das ist doch für real keiner ernstes Land, oder? Ich nicht. Ja, also, ja. Ich nehme alles südlich von Deutschland nicht ernst. Ja, was soll das jetzt heißen? Schweiz auch nicht. Ja, gut, die Schweiz ist ja genauso. Also, die Schweiz ist ja... Deswegen nehme ich auch. Das fühlt sich auch, also Österreich und Schweiz fühlt sich mehr an wie ein Erlebnispark als ein Land. Okay. Ich, das, okay. Naja. Das ist ein sehr hotter Take. Ja, aber es ist doch so. Da leben auch normale Leute. So. Nein, ja, also in der Schweiz leben normale Leute. Ja, machst du mal einen Edgar-Card? Ja, grüß dich hier. Edgar, 60 Franken. Nur 60 Franken. Schokolade. Wie weit bist du gefahren? 600 Kilometer. Oh, kurze Fix. Da lohnt sich auch kein TikTok zu machen. Ach, wirklich. Also, die unmenschlichsten Menschen der Welt. Nee, geht gar nicht. Was auch nicht geht, ist die Kommentare unter der letzten Folge. Ach so, da war ja was. Da wurden uns nämlich auch also eine Frage fand ich sehr, sehr wichtig. Wir haben ja einen aktiven Zuhörer, der sich sehr über unsere Ausstuhlungen lebhaft informiert. Und diese Woche war eine Frage dran, die nicht um die Ausstuhlung ging, sondern um die Ausscheidung des Harnstoffes ging. Und zwar hat Wojtek mal wieder gefragt, welche Farbe hat euer Pipi? Ziemlich klar sogar. Mhm. Also fast weiß, durchsichtig. Bei mir das auch. Weiß nicht, aber durchsichtig. Ja, weiß nicht, ne? Weiß aber durchsichtig bis gelb in der Früh. Wenn ich mal wieder ein Gurkenglas snacke und austrinke, dann ist es immer so neongrün, was, glaube ich, durch die Essigflüssigkeit kommt. Und das ist auch so cool. Es fühlt sich so an, wie als würde es leuchten, tatsächlich. Oh, das ist wild. Das sieht aus wie diese, kennst du diese Lego-Laserschwertstücke? Ja. Diese Sticks, diese durchsichtigen grünen, so ungefähr. So sieht das aus. Ja, und nee, das war's eigentlich. Das ist meine Pipi, wie sie aussieht. Aber Pingu wird 90 Euro ausgeben für einen Vollpreistitel, ne? Ja, das habe ich auch gelesen. Das fand ich weird. Ja. Für 90 Euro würde ich nicht ausgeben. Nee.
Aber Pingu wartet ja auch seit 5 Jahren auf das gleiche Spiel und das wird nie erscheinen. Oh mein Gott, der Arme. Oh ja, Microsoft wurde auch wieder gehackt oder so. Da wurden wieder alle Daten geleakt. Geil. Die Pläne der nächsten 10 Jahre oder sowas. Aber auch keine aktuellen Pläne, weil laut dem Plan sollte nächstes Jahr Elder Scrolls 6 erscheinen oder sowas. Was ja schon hinten und vorne nicht mehr stimmt. Ja, die wollen das, glaube ich, auch noch warten, bis die Next Gen kommen, ne? Ja, und irgendwie hieß es aber auch, dass die nächste PlayStation auch 2026 dann schon kommt oder so. Ganz, ganz wild. Ich check das immer nie. Nee. Ja, Konsolenmenschen sind eh weird. Also jeder eins, ne, von euch, ne? Ja. Ihr seid komisch. Was ja. Mit euch? Ihr seid komisch. Kamen schon 3 verschiedene Schwestern vor. Vielleicht wollt ihr eine Folge über Schwester machen. Hatte einer eurer Bros eine Schwester, die ihr hot gefunden habt? Oder rangemacht? Welche Schwester kam vor? Deine? Weil du in deinem Zimmer deiner Schwester bist, in der Unterhose. Ob ist die tatsächlich meine Schwester? Die, ne? Shoutouts auch an sie, aber... Wer? Wer noch? Meine Schwester. Shoutouts an sie. Du fandest deine Schwester hot. Nein, ich meine Shoutouts an sie, weil ich gerade durchgehe, welche Schwestern wir jetzt alle erwähnt haben. So, gesagt, Bro, erwähnt. Die Frage war... Ja, also du legst mir die Sachen immer so in den Mund und habe ich einfach aufgezählt, so, welche 3 wurden denn erwähnt, so. Hatte eine eurer Bros eine Schwester, die ihr hot gefunden hat und du machst Shoutouts an deine Schwester. Bro. Also die Frage kam nach, kamen schon 3 verschiedene Schwestern vor. Und dann habe ich gesagt, welche kamen denn vor? Meine Schwester... Dann, glaube ich, die Schwester von einem deiner Kollegen, die du geklärt hast per Nummer oder so, wo du gesagt hast, so, yo, das ist ja die Nummer von ihr geklärt, so wegen Friseurtermin oder so. Da war doch was, oder? Da hast du einen Friseurtermin geklärt. Da hast du einfach seine Schwester angeschaut. Ja, ich erinnere mich auch nicht an welche 3. Ich glaube, das war einfach eine Übertreibung von ihm. Also, mit den 3 Schwestern. Gut. Ich gab keine, nee. Beides nicht. Ich glaube, bei mir auch nicht. Das war immer so ein kumpelhaftes Dings bei denen, mit denen ich mich gut verstanden habe. Also honestly war das auch nie so, dass man so sagt, ey, mit der Schwester von einem Bro macht man nicht so auf Krampf. Das war nie so. Das ist einfach, glaube ich, so unterbewusst halt passiert, dass man die dann generell nicht attractive findet. Ja. Ich hatte ja auch sehr lange zum Beispiel den Take, dass ich, wenn ich eine Schwester hätte, die bestimmt auch, wenn sie attraktiv wäre, sie heiß finden würde. Aber ich glaube, das kann ich nur sagen, weil ich keine habe. Wow. Ja, ich habe halt keine Schwester. Fall. Auf jeden Fall. Ja, und ich bin ja auch schon nicht mehr der Meinung. Ich glaube, die Genetik macht das alleine schon nicht mit. Also ich glaube auch, wenn ich eine Schwester hätte, wäre das überhaupt nicht so. Ja. Das lässt sich immer einfach sagen. Ich hatte viele Kollegen, die entweder Einzelkinder waren, die nur Brüder hatten. Und bei Schwestern waren das entweder so kleiner, so viel jünger als die. Oder halt... Ja, älter nicht. Sonst, ich glaube, älter hätte man höchstens hot gefunden oder so, ne? Aber sonst. Boah, ja, true. Wahrscheinlich wäre das am ehesten so ein. Die viel ältere oder was heißt so die 18-jährige alte Schwester von deinem 13-, 14-jährigen Kumpel, wo man gerade so. Die einmal so nach Hause fährt, so abends. So, wo man so hardcore-pubertär ist und dann übelst hot findet und so anhimmelt vielleicht. Aber das hatte ich auch nicht. Aber ich glaube, das gibt es sehr oft. Und es ist, glaube ich, auch oft so, dass die Schwestern immer dann, also das wird mir zumindest so vermittelt von Internet, von irgendwelchen Stories und von Serien, dass halt immer, sagen wir mal, du bist die Schwester und hast einen Bruder, dass dann immer, wenn Jungs dann vorbeikommen, dass man sich so angeblich so richtig schick macht, so in TikToks oder so, ne? Dass man so den Ass extra rausholt und sich irgendwie so, ne? Was guckst du für TikToks? Kann ich dir gerne schicken. Nee. Das war. Oh Gott. Ich kann dir den Algorithmus komplett zerstören. Nur Rotze. Ich gucke auch nicht mehr so viel TikTok. Ja, besser ist. Macht auch irgendwie keinen Spaß mehr, wenn der Algorithmus so komisch ist. Das ist halt wirklich so. Ich glaube, die Zeit ist vorbei. Ja, ich gucke immer nur TikToks, die mir geschickt werden. Das macht immer noch Spaß. Was auch Spaß machen würde, ist die Ergebnisse deiner Instagram-Umfrage rauszufinden. Nämlich, Smo ist jetzt gerade eingeschlafen. Er schläft jetzt gerade noch. Und ich habe gefragt, wie kann ich ihn wecken? So, was wären so entweder Geräusche, Nachrichten oder was muss ich sagen, damit er wieder wach wird auf einmal? Weil ich mache alles. Smo, wach auf bitte. Und er steht nicht auf. So, er schläft. Okay, du musst dann immer entweder aufwachen oder nicht. Das erste wäre, eine Speziflasche öffnen. Warum, er schläft weiter. Warum soll ich da aufwachen? Ja, weiß ich nicht, weil du das Geräusch von der Speziflasche erkennst und so geil findest, dass du dann wach bist natürlich. Ich habe dich muted. Dadurch würdest du wach werden, ja, nein? Von so, nein, hell no. So also nicht im Sinne, also, ja, okay. Das Imagine so mit Drehverschluss. Ja, das ist so eine coole Dose. Das ist
das Zischen davon, da würde ich voll wach werden von, glaube ich. Ja, nee. Das würde mich richtig angehen. Oder wenn irgendjemand so mit Plastik irgendwie so eine Tüte Chips hat oder so. Safe. Junge, da würde ich ja komplett abgeiern. Nee, unfassbar. Ich nicht. Weiß ich nicht. Ich versetze mich wieder rein in den Schlafmodus. Ja, ja, ja. 10 Stunden Kuru Kuru. Das, was du damals gehört hast von Hertha. Diese Kuru Kuru. Ich glaube auch da nicht. Auch nicht. Das ist so monoton, da kann ich einfach weiter schlafen. Ich glaube, seitdem hat sich das in deinen Kopf gebannt, es läuft immer noch weiter auf Autoplay. Das Video läuft noch. Okay, jetzt Augen zu, in Anführungszeichen. Ich lese vor, so wie ich es vorlesen soll. Ich komme gleich. Ich weiß gar nicht, ob ich da aufwachen wollen würde, weil ich will das vielleicht auch nicht sehen. Das sind so Sachen, da werde ich wahrscheinlich wach, aber ich lasse die Augen zu und tu so, wie als wäre es nicht passiert. Um unserer Freundschaft nicht zu schaden. Bro. Gott. Ich glaube, ich würde davon nicht aufwachen, aber das würde mir okay. Die übelsten Albträume machen. Okay, damn. Das ist ein Hard-Hitter. Das nächste wären Kack- und Strullergeräusche. Also die Vorstellung, ich schlafe im Call ein und wache langsam auf und du hast so dein Headset dabei, dem Mikrofon und bist gerade einfach auf Klo. Das wäre so awkward. Ja, aber da wacht man doch auch nicht auf, oder? Weiß ich nicht. Vielleicht fändest du es so erregend, dass dein Unterbewusstsein dich dann so wach macht. Warum denn erregend? Was soll denn das? Hallo? Du stehst doch voll auf Ankang an. Das ist eine Lüge. Propaganda. Lügenpresse. Lügenpresse. Das nächste wäre, Ace Mo, dein Aquarium brennt. Junge, das ist der ApoRed-Gag. Wo ApoRed zu Montana Black gesagt hat oder sowas. Ja, ich habe kein Aquarium, deswegen bin ich safe. Dann wahrscheinlich eine Vuvuzela. Ja, ja. Safe call. Ja, ne? Einfach nur, weil mich das auch aufregt. Die würde ich dann auch über den Kopf hauen. Dann neue Folge Friends ist draußen. Das hellwach. Wenig Sinn. Hellwach, echt? Dann wäre ich super hellwach, weil ich dann checken würde, wer das hochgeladen hat. Imagine. Also hätte ich jetzt mal Panik. Account wird gehackt oder so und dann lädt das noch jemand hoch oder so. Ich meine, was ist voll die Arbeit. So hackt nur, um eine neue Folge zu machen. Ja, yeah. Dann das nächste ist, dass der Subton von dieses Bibau, No joke, da würde ich wahrscheinlich nicht mal aufwachen oder würde so im Schlaf so, hey, vielen Dank. 777777. So würde ich dann wahrscheinlich machen. Aber jetzt wäre ich leider wirklich müde. Ja. Holy shit. So ein bisschen. Durch den Holy Energy Gaming Booster ich nicht. Dann ein ganz lautes Eier auf Bass. Also so Ear-Rape Edition. Ja, klar. Davon würde ich wach werden. Wer nicht, oder? Also so Scare-Jumps. So Jumpscares würde jeder wach werden. Scare-Jumps. Und das war tatsächlich auch die letzte. Also tatsächlich weiß niemand, wie man dich wach bekommt, so. Ja, wie wäre es, wenn keiner probiert, mich sanft zu streicheln oder so? Ja, wie denn? Mich liebkosend zu wecken? Was soll ich denn machen jetzt hier durch die Kamera? Wieso ja, das stimmt schon, ne? Ja. Aber so am Tisch greifen, so. Einmal Hand an den Schritt und feste zupacken. Ja, stimmt. In einem Discord-Call-Setting geht das halt nicht. Ja. Aber man könnte einfach mal sowas sagen wie, hey, aufwachen. Hey. Hallo. Wie so ein Wecker damals, so ein Jamba-Spar-Abo-Wecker. Hey, dein Handy klingelt. Dein Handy klingelt. Du hast eine SMS. Mann. Ich bin der kleine Nils. Du hast eine SMS. Den habe ich komplett verdrängt. Sende jetzt Nils 2 an die 87359 und erhalte Nils SMS-Ton. Du hast eine SMS bekommen. Für nur einmalig 50 Cent im Jamba-Spar-Abo. Ich wollte gerade sagen, einmalig und Abo. Ja, das heißt so 10 Euro die Woche. Junge. Ich wollte nur sagen, dass ich eine kannte über meine Schwester. Also sie hatte eine Freundin, die tatsächlich sowas gemacht hat, ne, und dann so eine richtig, richtig hohe Rechnung bekommen hat davon, welche dann, glaube ich, auch letztendlich gezahlt wurde. Also vielleicht kann sich meine Schwester noch gut besser daran erinnern. Aber
Da müsste ich mal nachfragen. Ich glaube, das waren 190 Euro oder so. Was hat sie gekauft? Das weiß ich nicht mehr. Ich glaube, das wollte. Also, da habe ich auch nicht nachgefragt. So, es muss ein Nacktscanner gewesen sein. Crazy Frog. Ach, weiß ich ja nicht, ob das war noch Zeit. Nee. Wo man so den Jamba-Nacktscanner auch holen konnte. Oder den X-Ray. Also die Werbung war gut dafür. Die Werbung dafür war gut. Komplett. Auch was für ein wildes Zeitalter. Also, das war ja hochgradig illegal alles, glaube ich. Ach. Das war auf so vielen Ebenen illegal, dieses Jamba-Spar-Ding und die Werbung und alles. Aber es hat niemanden gejuckt. Das war noch, da war Fernsehen noch geil. Oder? Das da war Fernsehen so geil. Da hat es Spaß gemacht. Ja. DSF abends, dann Jamba Nacktscanner. Ja. Was gab's noch? RTL 2. Ja. 9 Live. Die random Sender, die plötzlich so Pornos zeigen um 4 Uhr nachts. Boah, nie gesehen natürlich. Keine Ahnung. For real, die haben auch so Story-Porns gezeigt. Das hat mich immer ganz fasziniert. Und das Witzigste war hier so 2 Minuten und dann erstmal 5 Minuten Werbung mit 0,80, 5, 4, 6, 4, 6 und dann irgendwie reife Mütter ab 60. Ja. Reife Frauen dich ab 50 verwöhnen dich. Ja, war wirklich immer die gleichen Sachen so. Dann, es kam immer 0,80, 5, 4, 6, 4, 6, dann irgendeine Werbung, eine andere 6, und dann nochmal 0,80, 5, 4, 6, 4, 6. Da kam immer der Spot mit Ende, dann eine andere Werbung und dann nur das Ende. Ja. Das war immer die Masche. Das war grauenhaft. 6x6. Junge, das war aber auch so, das ging so ins Ohr rein alles. Und da kam wirklich so ein Werbeblock von 6 Minuten lang, wo nur so alte Frauen beworben wurden. So. So, 350, Ulrike 60, verwöhnt dich. Ich bin die Domina Daniela. Ja, das war so ein wildes Jahrhundert, ehrlich. Hast du mal sowas mal angerufen? Nee, hab ich nicht, aber ich habe jetzt mal gerade nachgeschaut. Der Jamba Nacktscan hat 4,99 € gekostet, die Woche. Ja, das waren immer so Wochenabos auch. Das war das Wilde. Die Woche. Deswegen war es auch schon so teuer. Die haben nicht Monatsabos gemacht, sondern die Woche. Das war echt ausgefuchst. Aber ganz ehrlich, wer sich damals den Nacktscanner geholt hat und dachte, das funktioniert, der hat das auch verdient. Also man kann ja wohl ein bisschen nachdenken, dass das nicht geht. Es gibt noch nicht mal allgemein den Nacktscanner. Es gibt nicht mal allgemein mit irgendeinem Gerät gibt es einen Nacktscanner, aber dein scheiß Piss Sony Ericsson H83 soll das können, oder was? Ja, oder Motorola. Okay. Hast du mal so angerufen bei sowas? Nee, auch nicht. Aber tatsächlich konnte ich auch nicht, weil ich kein Netz hatte. Also maybe war das auch was Gutes. Ich hätte Angst, dass ich bei sowas mal angerufen hätte. Ich habe mir nämlich auch mal mit meinem Nicht-Smartphone, aber ein Touchphone, was ich hatte, bin ich mal ins Interweb gegangen. Nein. Wo man auch noch so zahlen musste pro Minute dafür und wollte mir so Games angucken in so Game-Stores. Und hätte mir beinahe so ein Star-Wars-Game gekauft. Und dann habe ich damals diese Website entdeckt, wo man so basically alle Handyspiele gecrackt einfach easy runterziehen konnte. Das war, also damals war das auch noch super easy. Das war einfach so wie so eine legite Seite. Und dann habe ich Assassin's Creed, Prison Break und so. Diese ganzen 2D-Scroller-Games, die waren so geil damals. Alle geholt. Alle gespielt. Sau nice, ehrlich. Das vermisse ich auch irgendwie. Da war Handy-Games noch so simpel und. Ja, die waren scheiße, aber irgendwie geiler als jetzt. Die waren schon sehr scheiße, ja. Ja, aber irgendwie finde ich es trotzdem geiler, als so jetzt irgendwie am Smartphone was zu zocken. Das bockt irgendwie gar nicht, finde ich. Jetzt gibt es so komische Games, so Pay-to-Win-Shit und sowas, das gab es damals halt nicht. Damals hast du halt gezahlt für dein Game und das war halt scheiße, aber es war halt da. Und du konntest es halt gecrackt holen, das war geil. Ach, ich hab jetzt mal gerade was geschickt per Discord, das letzte. Das wurde auch eingesendet, dass man das vorliest, das lasse ich dir mal über, für den Podcast. Das ist aus dem Wikipedia-Artikel namens Liste ungewöhnlicher Todesfälle. Liste ungewöhnlicher Todesfälle, okay. Wir schreiben das Jahr 2018. Ein Mann aus Hamburg, der zur eigenen sexuellen Befriedigung seinen Körper mit Scheibenkäse belegte, in einen Taucheranzug stieg, eine Plastiktüte über den Kopf zog und sich vor einem eingeschalteten Heizkörper setzte, starb. What the fuck? Was? Imagine, du musst nachher in die Wohnung und sagen, zur Identifizierung so, ja, das ist mein Ehemann oder so. Oder ja, das ist mein Dad oder so. Junge, was ist das?
Warum? Warum? Das sind einfach so zusammengewürfelte Wörter. Scheibenkäse, Taucheranzug, Plastiktüte, eingeschalteter Heizkörper. Auch wie random diese sexuelle Befriedigung da drin ist, hä? Ja, das ist, also das ist legit, weiß ich nicht. Ist das, ist auch ein bisschen gemein, dass das sexuelle, den sexuellen Part überhaupt mit reinzubringen. Sag doch einfach, er ist mit einer Plastiktüte über den Kopf erwischt worden und war tot. Mhm. Aber nee, sie haben sie gesagt, ja, scheiß drauf, den exposen wir komplett, den Loser. Es ist also der Arme, ey. Glaubst du, es war so dieser Fake-Käse? Oder so Gouda-Packung? Safe Fake. 100 Pro war das. Ja, naja, so, dieser Chemiekäse. Ja, wie heißt das? Nicht Industriekäse. Das hat irgendwie so einen speziellen Namen, aber sind die, nee, auch nicht. Weiß ich nicht. Ja, die Schabletten heißt das. Schablettenkäse, oder? Ja. Das, was du bei Toast Hawaii und so hast. Ja, lecker, Toast Hawaii. Also nee, ja, Toast Hawaii ist actually nicht lecker. Ja, Toast Hawaii finde ich auch ekelhaft, wegen der Ananas. Es gibt tatsächlich eine Liste mit Liste ungewöhnlicher Todesfälle auf Wikipedia. Ja, die scroll ich gerade ein bisschen durch. So, ich suche gerade noch nach was Interessantem. 2021, ein 39-jähriger Mann blieb kopfüber in einem Bein einer Stegosaurus-Statue aus Pappmaschee stecken, nachdem er sein Handy in der Statue verloren hatte und versucht hatte, dies wieder herauszuholen. Die Leiche des Mannes wurde entdeckt, nachdem Passanten einen üblen Geruch, der offensichtlich von der Statue auskam, bemerkt hatten. Boah, krass. Ein Mann aus, oh mein Gott. Ja, 1996, ein Mann aus Hesselmere in England starb, als er sich Tampons in beide Nasenlöcher steckte, um damit sein Schnarchen zu unterdrücken. Jo. Smart. Da hat sich jemand ans Stromnetz angeschlossen, um sich sexuell zu befriedigen. Und ist dann gestorben. Dann gab es diesen Typen, der zeigen wollte, dass die Erde eine Scheibe ist mit seiner eigenen Rakete und ist da gestorben dabei. Und das wäre. Classic. Das ist ja komplett wirr. Warum sind Menschen so blöd? Kenneth Pinyon, ein US-amerikanischer Ingenieur, starb an den Folgen einer Darmperforation, nachdem er zuvor passiven Analverkehr mit einem Hengst hatte. Oh. Gott. Was ist ein Pferd? Auf, während eines autoerotischen Unfalls strangulierte sich ein Mann in seinem selbstgebauten Raumschiff. Was ist ein autoerotischer? Bitte was? Ein autoerotischer Unfall ist ein Vorgang, bei dem sich ein Mensch bei der Masturbation oder einer anderen autoerotischen Betätigung unabsichtlich eine erhebliche Verletzung zufügt. Okay. Also wenn man sich selber aus Versehen verletzt. Oh mein. Oh, die Bilder. Zeig. Ich will das nicht sehen. Doch. Nee, also das ist, also ihr könnt das jetzt Gott sei Dank nicht sehen, Leute. Aber das ist, auf dem Wikipedia-Artikel sind, Oh mein. Pilze zu sehen. Der ist ja rot. Die, strangulierte Pilze. Das Blut. Oh, ja, Komm, stopp it. Nach dem Öffnen des Eherings, Junge, was? Was? Was steht da drunter? Das zweite Bild? Ich hab's so wieder geschlossen, ich kann das nicht sehen. Penisstrangulation infolge eines autoerotischen Unfalls nach Überstreifen eines Eherings über den Penis. Ich finde, das ist, by the way, ein guter Titel. Penisstrangulation. Penisstrangulation nach autoerotischem Unfall. Aber ich glaub, gegen autoerotisch darf ja niemand was gegen haben. Nee, nur bei Penis vielleicht. Ein autoerotischer Unfall. Letztens wurde eine Twitch-Streamerin gebannt, weil sie irgendwie Nut on my Tits im Titel stehen hatte. Das war aber sehr berechtigt. Ja, finde ich auch. Aber da ist mir bewusst geworden, dass ich immer aufpassen sollte bei sowas. Ich hab mich extra umgemeldet in den Friend-Account, ne? Und ich wollte dich darunter markieren eigentlich. Ich dachte mir so, das wäre witzig. Da dachte ich mir so, nee. Hab ich so überlegt, war da irgendwas anderes bei dir, was du da reingeschrieben hast? Oh, nee. Eine Sache will ich noch sagen, weil ich glaube, Alex hat das nicht gecheckt, der gute Whisperwind. Und vielleicht hört er irgendwann in 2-3 Wochen diesen Podcast. Ich habe heute einen Tweet rausgehauen, wo ich Obst ranke.
Und das ist nach Buchstaben. Es ist nach Buchstaben. Und Alex, ist es nicht aufgefallen, dass die Obstsorten einfach nur nach Anfangsbuchstaben sortiert sind. No way. Der Mann hat sich aufgelegt, das ist komplett falsch ist die Liste. Und er hat es nicht gecheckt. Und da habe ich mir gedacht, okay, das kann es nicht sein. Wahrscheinlich rate ich eine Feige im Obstranking. Also wirklich. Also geisteskrank, Erdbeeren unterhalb von einem C zu haben. Das, also legit, das wäre der, also daran habe ich wirklich gemerkt, okay, da stimmt irgendwas nicht, ne, und dann. Deine Top 3 Obstsorten? Meine Top 3 Obstsorten, ohne lange nachzudenken, Apfel, Banane und Weintrauben. Okay. Okay, krass. Also für mich ist Erdbeeren sind ja Nüsse und kein Obst, ne? Wollte ich noch sagen. Oh mein Gott, du scheiß Allmann, ehrlich. Bro, ich fass es nicht. Ja. Nee, aber sonst Erdbeeren, Heidelbeeren und wahrscheinlich Weintrauben tatsächlich. Braunbeeren. Braunbeeren. Obst, ja, ist nur Fleisch. Boah, bei mir wäre das wahrscheinlich auch Äpfel, weil ich bin real. Ja. Erdbeeren. Gurke. Gurke? Nee, Gurke ist offiziell, ich würde sagen, ist im Gemeinwohl Gemüse. Apfel, Erdbeer und Kiwi. Kiwi ist stark, aber vor allem die goldenen Kiwis, die du so ganz einfach rausnehmen kannst. Ne? Bro, wer isst denn die goldenen Kiwis? Ich? Die haben früher genauso viel gekostet wie die normalen, habe ich immer die goldenen genommen. Aber das sind doch die unsauren. Ja, die süßen. Ihhh. Die sind super geil. Nein, gar nicht. Die gleiten so schön, wenn du mit dem Löffel reingehst, so. Warum denn ein Löffel? Isst du die ohne oder was? Ja. Einfach reinbeißen? Ja. Schale? Nee. Das ist viel geiler, for real. Ich hab's auch schon gegessen, aber es stört mich irgendwie so ein bisschen. Die Haut ist immer viel zu hart. Oh, ist die Haut zu hart? Die ist hart und haarig wie mein Schwanz ist hier. Was? Soll ich dir die Haut wegschneiden, Ludön? Soll ich dir auch noch von den Äpfeln auch noch schälen dann? Und dann noch vom Toast den Rand wegmachen, Ludön? Ja, bitte. So einer bist du also, ich merke schon. So wer den Rand nicht ehrt, ist den Toast nicht wert, Ludön. Ist die Orange auch mit Haut oder was? Klar. Nee, aber in der Orangenhaut stecken tatsächlich viele ätherische Öle drin. Okay, Alex hat eine neue Liste gemacht und Pistazien auf B gemacht. Pistazien sind doch kein Obst. Ja, ich weiß nicht, warum die drin sind. Pistazien sind drin. Nüsse. Ja, es sind aber auch, es sind noch Nüsse drin. Ein Himbeeren auf A, gönnen ein S. Ich finde Kirschen absolut overrated. Also, wenn die keinen Kern hätten, wäre ich auch sehr weit oben bei den beiden. Oder der Kern fuckt mich ab. Ich finde Kirschen sehr overrated. Kirschen gefallen mir nur im Gebäck. Back. Und dann Kuchen Mandeln in F? Kokosnuss in F? Ich weiß ja nicht, was er für eine Liste genommen hat, aber die ist einfach scheiße. Haselnüsse in F? Ja, okay, also fair enough, ich habe noch nie eine Haselnuss gegessen. Nicht ganze Haselnüsse in Schokolade oder so? Okay, das schon, aber das ist ja einfach Zucker. Ja, finde ich geil. Cashews in E, also ich muss mal ein ganz dringendes Wort mit ihm reden, das ist ja, was ist das? Ich weiß es nicht. Das ist auf jeden Fall eine Frechheit und eine Schande. Was auch eine Schande ist, dass wir jetzt zum Ende der Folge kommen. Ach so, wie weit sind wir denn? Oder ja, hättest doch du noch was anzumerken? Ich guck mal, ich hatte mir noch Notizen gemacht für die vergangenen Wochen. Ja, das haben wir. Mhm. Insta-Story haben wir. Mhm. Das hier habe ich. Mhm. Follow-up gibt's zu gar nichts. Mhm. Ach, hast du dein Geld wieder bekommen jetzt? Nö, aber ich wurde gestern scheinbar von den Cops angerufen dafür. Aber ich weiß nicht, war da bei meinem Neffen auf dem Geburtstag. Beim nächsten Mal, wenn sie dir schreiben, lass doch einfach mal die 2 Wochen lang hängen. Wenn die beim nächsten Mal irgendwie schreiben, lass die mal 2 Wochen lang warten. Ja, mach ich doch jetzt auch. Ich rufe dann noch nicht zurück. Zeig den, nicht bei der Polizei, bei den Typen. Ach so. Zeig denen mal, dass du auch nicht auf sie angewiesen bist. Ja, würde mir lass sie mal ein bisschen zappeln. So. Ja, schon auch wieder. Es ist Anfang August gewesen. Es ist ein Monat und es fühlt sich an wie 2. Es ist, okay, ja, sind ja auch quasi 2 Monate. Ja. Ich bin im Kopf irgendwie so am 10. gerade oder so. Ich finde es auch krass. In 3 Monaten ist einfach Weihnachten. Junge, es ist Moskas. Wie ist die laufen die Vorbereitungen? Ja, Leute, ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören dieser Folge. Lasst auf jeden Fall ein Like da, wenn ihr auf YouTube seid. Und lasst eine Bewertung auf Spotify. Ansonsten gebe ich das letzte Wort an Ludin, denn der hat sich tatsächlich heute gesagt,
Smo, egal ob ich dran bin, ich mache das Auto, denn ich habe was vorbereitet. Deswegen bin ich jetzt sehr gespannt, was du denn vorbereitet hast. Und ich gebe ab. Nämlich, was ich euch sagen will, nehmt nicht eure Eheringe und stülpt sie nicht über Penisse, erst recht nicht über eure eigenen über die eures Ehepartners und erst recht nicht über die eurer Affäre und bleibt gesund. Hört die Folge montags, dienstags, mittwochs, donnerstags nicht, freitags, samstags, Sonntag. Da dürft ihr die hören. Wenn ihr die donnerstags hört, wenn heute gerade Donnerstag ist und ihr hört diese Folge, dann würde ich, glaube ich, nicht mehr rausgehen. Ja. Geht nicht mehr raus dann. Ja, nicht unter Treppen herlaufen, nicht unter Leitern herlaufen oder so. Letzte Warnung. Aufpassen, dass da keine schwarzen Katzen kommen, weil sonst ist echt. Schönen Start in die Woche, habe ich die, bis zum nächsten Mal. Sagt uns gerne, ob ihr den Jumper-Nacktscanner benutzt habt. Und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Bis dahin, Kuss. Tschüssi. Mach ein Geräusch. Ich hat.